gefahren und dann haben sie alle eingeladen, hierher zu kommen. Und dadurch haben die sich alle kennengelernt und haben sich wieder gegenseitig eingeladen. Ja, toll. Ja. Aber so die meisten waren so. In Leipzig wäre ich nicht gefahren, wenn man sich nicht kennengelernt hätte in Länge. Das haben so die Leute wenigstens gesehen. Hat. Wobei ich von Leipzig auch von Björn, also der das Kubb EM machen wollte, der spielt ja schon ein bisschen. Der kommt von Trüb. Ja, ja, der. Da war ich halt letztendlich auch enttäuscht, da hat so viel erzählt, was er alles machen will. Ja. Da habe ich aufgeblasen, da gab es nicht mal einen Sekt, da gab es nicht mal einen ordentlichen Preis. Und 30 Euro Startgeld bezahlt ich nichts. Kein Essen, kein gar nichts, ein Klo, eine Dusche, wo das Wasser drin stand. Weiß gar nicht, wenn ich jetzt seine Webseite für 2.000 Euro und die Zeltgebühr da quasi mit aufgeführt. Das hat mir immer rausgelöst, dass wir sagen, dass alles, was ich dachte, wollt ihr essen, wollt ihr schlafen, das kostet alles extra, damit jeder die Wahl hat. Dann gibt es auch keinen Ärger. Also, wenn das halt nicht Deutschland heißt und. Weil ein bisschen mauern, das Wetter war natürlich Mist, aber es wusste halt keiner, dass da immer jeder hinkommen kann. So, wenn er nur 26 Kilometer hat, dann kann das ist letztendlich auch nicht mehr als die letzten Jahre waren. Wir haben es halt das Jahr davor gemacht, dass es nicht wieder ausfällt. Ich habe es ja gesagt, ey komm, wir haben das ganze Erklärungsprogramm sein, das machen wir, das jetzt in Kubb nicht macht. Wir haben es 9 Jahre lang gemacht, es klingt jetzt ausgefallen. Und das 11. Haben wir dann gemacht. Es ist ja schon darum, wo wir immer meinte, ja, die allererste machen das. Jetzt läuft schon 2 Jahre, wir sollen im Ausland gehen. Ja. 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 Wir wollten ja gerne, dass dass jeder Ort in Deutschland hat. Und meiner Meinung nach hätte er da viel mehr auf das Organisatorische legen sollen, als Urlaub zahlen, um da Mitte zu machen und für 30 Euro Startgeld und sowas. Ja. Aber du kannst damit eben auch nicht drüber reden, er ist ja wie so ein Kind. Dann gibt es ein paar Sachen, die man denen halt auch verdanken. Ja, ich hätte mir gewünscht, dass das einfach mit mehr Liebe gemacht hätte und nicht dass ich da. Ich weiß nicht, ob er dem Typen, der das alles organisiert, also die ganze Zeit Equipment dran geschickt, ob der das so was von verdient hat oder ob er den nicht auch wieder ausgesetzt hat. Alle Leute haben angeschrieben, ob sie eine Webseite machen, ob sie Fotos schicken. Und ich glaube, das machen wir eigentlich. Also eine große Klappe. Ich meine, letztendlich fahren ja alle nur hin, um miteinander zu sehen. So, ja, eben. Und hoffen einfach, dass es irgendwie so halbwegs stimmt. Aber es ärgert mich, wenn ich weiß, dass es jemand ist, der 12 Jahre international überall zu trainieren fährt, immer eine große Klappe hat und dann die internationalen Sachen nicht auf die Reihe kriegt. Wochen vorher meinte er, oh, ich mach das wie in Schweden mit der Wander zusammen. Und hat er aber auch mit dem Streifen zusammen gespielt, ja. Mit einem anderen Schweden. Ich würde auch selber noch so Bau machen können, wenn ich mir noch so Holz holen und so Schiller machen, das ist ja toll. Und so viel hat er, weiß ich nicht. Wenn ich noch ein Bild kriege, dann ist es auch nicht drauf. Also alles so Sachen, als wenn ich zu einer Party gehe, ja. Weil ich irgendwie jung, mach was und quatsch nicht so viel. Ja, vielleicht nächstes Jahr wird es ja vielleicht irgendwann. Erstmal wird danach. Weiß man ja, was überhaupt nächstes Jahr stattfindet. Jetzt kommt erstmal WM dann, ne? Und dann kommt Länge drüber. Ich sage, ich mache das, die Länge gerade war. Ja, aber ich meine, es kommt ja dann als nächstes Großes. Oder ist das dann. Nee, dann kommt die WM. Ja. Und dann ist diese World Mixmasters, wo du für Freitag spielen kannst, ein Männlein, ein Weiblein. Was so ein bisschen so einen kulturellen Spaßcharakter hat, dass man was machen, noch irgendwo hingehen, vorher auch. Dass man halt auch. Sonst sind dann also Deutschland weiter, sind dann nicht mehr. Das ist wieder länger der erste. Na, da ist das Gipfeltreffen im April. Das ist das allererste. Aber wir haben es jetzt jedes Mal super Glück gehabt und auch so ein gutes Wetter wie hier. Ja. Kann auch wieder hin. Ja.
Ja, noch geht das. Weißt du, wenn dann irgendwann nicht. Die Schweden werden mal besser, ja? Ja. Aber eigentlich viel gut. Die Schweden sind gut. Die sind schlecht, wenn sie reden. Ja, das ist ein bisschen.